Die Hansestadt Rostock war vom 24. bis zum 26. April Gastgeber des diesjährigen Cruise Baltic Meetings, dem Branchentreff der Kreuzfahrtindustrie. Mehr als 70 Fachleute aus 26 Ostseekreuzfahrthäfen sowie Vertreter der Kreuzfahrtreedereien haben über die Zukunft der Kreuzfahrt diskutiert. Die Stadt hat natürlich mit ihrem großen Hafen, auf den wir ja sehr stolz sind, und der ja nicht nur ein Umschlagshafen ist, sondern wir haben ja einen sehr ausgeprägten Kreuzfahrttourismus hier in Rostock, der natürlich jetzt gerade schwierige Zeiten hatte, erst mit der Pandemie. Und jetzt ist natürlich auch noch der europäische Raum von einem Krieg betroffen. Und dass sich jetzt dann eben die Industrie hier einmal trifft, auch über zukünftige Strategien, sprich das Thema Klimaschutz, umweltgerechter Kreuzfahrttourismus wird hier natürlich auch eine Rolle spielen. Das sind alles wichtige Zukunftsthemen und Rostock direkt hier an der Ostsee gelegen, eben auch als großer Hafen, ist natürlich ein attraktiver Standort für eine solche Konferenz. Rostock Port als Betreiber des Kreuzfahrthafens Warnemünde hat das Branchentreffen organisiert, gemeinsam mit der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde und dem Cruise Baltic Büro in Kopenhagen. Tourismusdirektor Matthias Fromm nutzte das Forum, um für die Hansestadt Rostock zu werben. Er freute sich über das Cruise Baltic Meeting als hervorragende Möglichkeit, um Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu diskutieren und sich zu vernetzen. Die Kreuzfahrt ist eine der wichtigsten Säulen im Tourismus unserer Stadt. Über die letzten Jahre haben wir sehr, sehr viele internationale Reedereien hier bei uns in Rostock und Warnemünde begrüßt. Und das sind tolle Möglichkeiten, uns als Urlaubsdestination zu empfehlen, nicht nur national wie auch international. Und ja, wir freuen uns, dass wir durch die Kreuzfahrt ja international werden, wie keine andere Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und das gilt es weiter auszubauen. Unter dem Markennamen Cruise Baltic schlossen sich im Jahr 2005 18 Häfen aus 10 Ländern in einem Marketingprojekt zusammen. Sie wollten nachhaltigen Kreuzfahrttourismus in der Ostsee entwickeln. Mittlerweile gehören 31 Häfen dazu. Die Initiatoren des Projekts waren Kopenhagen und Stockholm, die zu den am häufigsten frequentierten Kreuzfahrthäfen in der Ostsee gehören. Das Marketingprojekt wird seit 2007 ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge finanziert.